Wir sind hier mit vielen Abteilungen, also auch die Feuerwehr Römerstein, Ochsenwang, sind hier zum Löschen. Es geht darum, hier ist ein Brand mit offener Dachstuhl. Das heißt, die Feuerwehr, als sie angekommen ist, hat zum Glück keine Person mehr im Gebäude gehabt. Die Person, wo etwas Rauch abgekommen hat, konnte sich selbstverständlich ins Freie retten. Wir haben aber sofort mit der Brandbekämpfung begonnen und haben das Feuer auch relativ schnell in den Griff bekommen. Die jetzigen Arbeiten gehen noch darum, dass wir den Dachstuhl, der wo jetzt noch überall Knotenleister versteckt sind, jetzt komplett ablöschen. Wir befinden uns hier in Lenning in Schopfloch. Der Rettungsdienst wurde zu einem Brand alarmiert. Initial war eine Person im Gebäude gemeldet. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes befand sich die Person schon außerhalb des Gebäudes, konnte notärztlich versorgt werden und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Im Anschluss übernahm der Rettungsdienst die Aufgabe der Absicherung der Feuerwehr, die mit mehreren Atemschutzträgern noch im Gebäude war. Und die ehrenamtlichen Kräfte werden nun die Verpflegung der Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes übernehmen.